Abfahrt, Leute! Wir dringen tiefer in Rupture Farms vor. Abe ist bereit und ich hoffe, ihr habt den letzten Part gesehen. Der war zwar ein bisschen länger, aber aufgrund eines Glitches konnten wir nicht mehr die 100% holen. Ich musste also einen anderen Glitch benutzen, damit ich wieder auf 100% Kurs bin. Witzige Sache, ich bin immer noch entzückt. Leute! Ja, und jetzt, das war Zulag 1 von Rupture Farms, wo wir zu Beginn des Spiels waren und auch jetzt die Rückkehr hatten. Alles, was jetzt kommt, ist quasi neu, ist quasi Endgame, ne, wer so will, die letzte Welt. Zulag 2, da gibt es noch Zulag 3 und 4. Und mal gucken, wie gut wir uns anstellen. Benutze Sleek, benutze den Sleek, hätte ich gesagt, nicht? Um dich an der Sicherheitstür vorbeizuschleichen, vorbeizumogeln. Die Sicherheitstür ist dieses Sprachschloss zur Stimmerkennung. Da müssen wir dem nachquatschen. Ähnlich wie die Modakens in der Wildnis, nur als Sleek, ne? Hi. Hi. Ich dachte schon, warum so verzögert? Auch ein Indiz dafür, dass, was ich gesagt habe, ne, dass diese ganze Kraft des Chantens und auch des Gegners Übernehmens erst, ne, durch das Bewältigen von Paramonia und Scribania hätte Abe erhalten sollen. Der kommt sogar hier hin. Weil es auch jetzt erst dieses Sprachschloss gibt. Ich finde das verwunderlich. Was machen wir jetzt mit dem Kollegen? Am besten nix, ne? Ich würde ihn schon am liebsten aus dem Weg räumen. Lass ihn erstmal nach rechts laufen. Er drückt sich. Mach ich halt so. Ist mir auch recht. Ne, wisst ihr, was ich meine? Weil das gefühlt erst jetzt so thematisiert wird. Er wurde ein bisschen gemauschelt, gewurschtelt. Ja, das ist auch so ein bisschen vergleichbar mit den Scribania und Paramonia Tempeln. Hier gibt es aber derer nur 3 Kammern in Zulag 2. Und dann ist die Tür zu Zulag 3 offen. Guck mal, da hat einer übermalt den Placken auf dem Rupture Farms Bild. Auf dem Logo. Und der muss es sauber machen. Vielleicht war er es auch selber. Damit er den ganzen Tag nur damit zu tun hat. So, und Zulag 2, richtig. 9 Arbeiter versetzt. Da sind wir in der ersten Tür. Und hier gibt es derer 5 Modakens. Zum Beispiel ihn. Aber ich gucke erstmal weiter. Ja. Hi. Hi. Oh, Shai Krull. Im Vogelkreis war eine 3 zu sehen. Ich glaube, jetzt kommt hier einer, ne? Bitte dich. Die Sicherheitsvorkehrungen sind halt gerade auf dem Peak, ne? Auf dem Peak. Geschenkt, geschenkt. Aber nur noch 25 Modakens, das ist gar nicht mehr so viel, ne? Ich mag auch hier das Graffiti mit dem Sneak. Sind noch dieselben Tasten wie vom Modaken-Gepfeife. Und auch der kürzere, dieses Bär ist auf dem unteren, der kurze Ton. Und dieses Quick ist halt oben. Ja, die kommunizieren halt so, frag nicht. Ich brauche also 3 Mudokons. Und rechts brauche ich dann den Shrikul. Richtig. Was wir halt machen müssen, jetzt mal ohne 100% Gedanken, damit wir weiterkommen, ist in jedem der 3 Kammern diesen Schalter betätigen. Der wird dann von einem roten Lämpchen auf ein grünes Lämpchen geändert. Das hat schon die ganze Magie. Es ist ein komplett anderes Spiel. Hallo, hallo, folge mir. Okay. Wenn du Oddworld nur gamest und zum Ende des Spiels gelangen willst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele damals erschrocken waren darüber. Okay. Über das, was man jetzt noch gar nicht wissen kann, nämlich, dass es ein Bad Ending und ein Good Ending gibt. Hallo, hallo, folge mir. Und ich sag mal, 50 Modakens zu retten, wenn du folge die ganzen mir. Secrets rausnimmst, ne? Und man ist sich manchmal zu schade, die hier
zu den Vögeln zu geleiten. Da kann schon mal sehr gut vorkommen, dass du unter die 50 Mudarkens bleibst. So, drei auf einmal retten. Beschert uns die Macht, die wir uns teuer verdient haben. Der blaue Kreis wird uns Schrikul geben. So sieht er aus. Verbindung, eine Fusion aus einem Scrap und einem Paramite. Was? Wie? Warum ist das so passiert? Darf ich den ganzen Bereich nochmal machen? Ernsthaft? Hat nichts gespeichert, oder? Bis gleich. So, das war halt einfach nur unnötig. Wie kam das? Weil ich schon mal reingespickt habe? Ich werde auf jeden Fall sofort drücken. Ja, aber diesmal ist diese Mine gar nicht gestartet. Ist die das letzte Mal schon... Hi. Ist die das letzte Mal schon gestartet, dann habe ich es einfach nicht spitz bekommen, Leute. Egal. Wer es im Kopf hat, hat es in die Füße. Hat auf. Reinigt, denn hier hinten gibt es noch zwei weitere Mudarken Kollegen, die ebenfalls gerne in die Freiheit wollen würden. Die haben auch nicht so richtig Spaß an der Sklaverei und deswegen... Ich finde aber, man hätte denen versuchen können, so ein paar mehr Aufgaben zu geben. Dass sie immer nur auf dem Boden sitzen und den Boden schrubben, sieht halt albern aus auf Dauer. Ne, also in der Opening-Cutscene stehen die ja auch an Hebeln und müssen was betätigen. Vielleicht hätten die auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein paar Eimer rumschleppen sollen oder Fässer rollen, irgendwie so. Oder einfach erschöpft da liegen, an einem Fass angelehnt. Ich weiß nicht, dass die alle immer nur den Boden wischen. Ja. Apes Exodus zumeist ja am Hacken, weil die sollen ja Sachen abbauen. Ja, das ist ja schlecht, ne? Machen wir das mal so. Okay, dann kann ich den Slope befehligen. Komm mal mit. Brauch den Safe, das ist extra so gestaltet. Pass auf! Hier, kleiner, warte! Also L1 und X, das müsste ich mir mal merken. Hier, kleiner. Aber weiter komme ich nicht. He was such a good boy! Und ich habe ihn trotzdem... Ja, aber die sind halt zu wild, ne? Die sind einfach zu wild. Nehmt's nicht persönlich, ihr seid die Bösen. Ihr müsst euch mit dem Argument vertrösten. Da sind Granaten verlangt. Ich schmeiß meine vorhandene Granate weg, weil ich glaube, es gibt jetzt hier mehr. Ich hatte nur noch eine Granate übrig. Und hier kriege ich immerhin drei. Ich weiß, warte. Hallo. Hallo. Er folgt mir nicht mal. Er ist so düstbaddelig. Hallo. Hallo. Warte. Ich hätte gerne auch Spaß Folge mir gesagt. Aber dann kommt der Mudarken hinterher. Obwohl ich nur den Sneak meinte. Ja, schön, dass du mal hier zurückrennst. So, jetzt haben wir die Gun, jetzt haben wir die Waffe, Freundchen. Da ist der Hebel, da wollen wir hin, aber... Sie kommen! Noch einer raus, ne? Bin dann vorsichtig. Irgendwann gibt's nochmal die Falle, dass du denkst, die Slokes, die sind alle erledigt, da kommt keiner mehr raus. Und dann kommt, wenn du dich dem Hebel näherst, nochmal ein Sloke und will dich killen. Das wird halt nochmal übel. Aber hier war's nicht so. Hallo. Ich will eigentlich nur euch zwei noch hier rausholen. Und dann haben wir das Kämmerchen eigentlich gut gelöst. Folge mir. Okay. Ist auch verhältnismäßig klein. Warte. Okay. Das wird doch ein fein Ding, Mensch. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay.
Bin am Überlegen, wie ich das jetzt aufteilen soll bis zum Ende des Spiels. Schwierig. Jeden Part ein Zulag, das wäre einfach. Ich bin viel zu schnell, ich bin viel zu gut! Na gut, hier bin ich auf jeden Fall fertig. 81-18. Das müsste so passen. So, jetzt noch das Kämmerchen. Ich nenne es halt Kammer. Ist es eine Kammer, ein Abteil? Es ist ein Bereich, wie du willst. Guck mal, also hier, düm-düm-düm. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir können die mit unseren Granaten direkt wegmachen, aber brauchen wir die vielleicht? Ich erinnere mich, was hier verlangt ist. Ich weiß es ganz genau. Wir können den Sleek ja nicht wegballern, weil da ist so ein roter Alarmpunkt. Von denen gibt es übrigens auch Prototyp-Versionen, ne? Die sollten auch mal anders aussehen. Das war schlecht. Lauf mal ein bisschen rum, lieber Sleek. Nicht pennen gehen. Oh, beides weg. Ja, noch praktischer. Das ist eine Explosionskraft, ne? Und die ganzen Stahlträger, der Boden und die Wände, die bleiben immer erhalten. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. So, gibt es sonst noch irgendwas zu tun? Ich mach mal einen lustigen hier. Warte. Okay. I see. Habe ich Warte gesagt? Ja, ne? Du wartest immer noch. Sehr gut. Hätte ich also direkt wegmachen können. Safety first. First. Wir haben schon das ein oder andere Mal hier mit Granaten unseren Späßchen gehabt. Wir waren vielleicht nochmal einen Millimeter zu nah dran. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Ja, hier gibt es auch nur zwei, ne? Warte. Okay. Das Remake, Oddworld New and Tasty. Hallo. Hat zwar dieselben Rätsel, aber statt 99 sind es, glaube ich, 300 Mudarkens. Was einfach nur entstanden ist, weil sie pro Versteck halt mehrere Mudarkens hingetan haben, weil du halt nicht jeden einzeln begrüßen musstest, ne? Statt einen rettest du dann drei. Im Schnitt. Was mich wundert, da oben ist ein Lift. Wir sind ja noch gar nicht am Ende der Fahnenstange. Wir haben noch gar nicht erhalten, was ich wollte. Ist der Hebel das, was mich weiterbringt? Ja. Wunderbare Rätsel. Ja, kann man so machen. Kannst auch oben vielleicht das rote Ding wegmachen. Aber warum will man den Sleek übernehmen? Es gibt hier nichts mehr zu tun. Hebel ist gezogen. Kumpels sind gerettet. Und es fehlen nur noch 16. Nur noch eine Menge Zeit. Ja, passt eigentlich, dass wir Zulag 3 auch noch wuppen heute. Zulag 4 ist ein bisschen verschnörkelter. Zulag 4 hat nicht diese einzelnen Kammern. Das ist ja quasi das Finale, das große Finale. Die 100% Belohnung sind alle Zwischensequenzen, inklusive derer, die man überhaupt nicht sehen kann. Also ich glaube, dass du auch zwischen Bad Ending und Good Ending umherschalten kannst oder... Ja, das ist noch irgend so ein Teaser, wo ich mir damals gedacht habe, was zur Hölle soll das für eine Sequenz sein? Dazu kommen wir dann bald. So schade, aber das Let's Play wird wohl langsam ein Ende finden. Genieß es noch ein bisschen, ich tu's. Hallo. Warte. Hallo. Man soll immer lieb grüßen. Aber ich sag's jetzt schon mal, ihr habt genug Outworld-Stoff auf meinem Kanal. Alles nochmal reinziehen. Wenn ich euch Bock gemacht haben sollte... Apes Exodus, Mann's Odyssey, Soulstorm. Alles ist da, alles wartet auf euch.
jetzt gibt's auch Odyssee. Apes. Odyssee. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf das Ding an sich. War jetzt eine Übersicht von Zulag 3. Guck mal, da sind wir. Und bald kommen wir wieder zu den drei Türen. Es gibt insgesamt 10 Modakens. Links sind eine Menge. Das ist dieser eklige Bereich. Das ist mit Chykrul. Und rechts... Eigentlich sind es ja 4 Kammern, wenn man so möchte. Ja, lasst euch nicht lumpen. Hoch den Humpen. Alles für den Dackel. Unser Leben für den Hund. Ja, also. Wir müssen... Ne, da sehen wir es ganz klar. Die Elektrobarriere werden wir so los. Und dann geht's weiter. Was für ein fürchterlicher Ort, oder? Rupture Farms, die Fleischfabrik. Der Albtraum eines jeden Veganers. Also ich glaube, es gibt keinen größeren. Ich glaube wirklich nicht. Rücksichtsloses Töten. Überall hängen Fleisch, Fetzen. Hier ist die Werbung, Modakenpops. Übrigens, ne? Da kennt ihr bestimmt auch den Fact. In der japanischen Version haben die das geändert. Das war denen zu brutal. Der brutale Ape war das. Mach das schon mal weg. Perfekt. Warte, ich brauch den, oder? Ich sehe ein Problem. Tatsächlich. Aber ich kann es noch lösen. Der Hebel ist bei dem anderen Stick rechts, ne? Aber ich habe die Granate für ihn benutzt. Der kann aber nicht durch den Strom. Ich werde dich einfach mal hierhin jagen. Ich glaube, du landest sogar irgendwo. Ja, könnte das schon betätigen. Und damit könnten wir einfach diese Kammer wieder verlassen und schnell zum Ziel eilen. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn es nur darum geht, möglichst schnell, das ist auch, kannst auch so spielen. Wäre vielleicht auch mal witzig. Aber als Let's Play mache ich natürlich, habe ich den Anspruch, alle zu maken. 9 Granaten. Ich muss das hier loswerden. Echt? Das ist auch das Sehenswerteste für ein Let's Play, ne? Ist ja ganz klar. Was Leute auch mögen, ist töte alle Mutdarkens, ne? Das negativ glücklichste Ende. Natürlich macht sich das Spiel keinen Unterschied daraus, ob man ja, 0 Mutdarkens oder 49 Mutdarkens gerettet hat. Und alle Mutdarkens zu töten, musst du ja auch eigentlich die Secrets finden, musst zu den Mutdarkens hingelangen. Also es hat schon sehr ähnlichen Charakter, als die zu retten, ne? Die komplett zu ignorieren und den schnellstmöglichste Route zu nehmen. Das hat meines Erachtens ein bisschen, ist ein bisschen witzig. Na, ich fürchte, ich muss jetzt ganz kurz mal Jump-Run-Passagen machen, während da diese Gerippen runterfliegen. Mögt ihr euer Essen auch gerne, wenn es durch die Fabrik erstmal einen Kilometer runtergefallen ist? Sachverhalt ist klar. Na, der weiß es dann auch direkt. Eigentlich allein durch mein Chanten wissen die ja instant. Der Terrorist Ape ist zur Stelle. Aus denen ihren Sicht sind wir der Terrorist. Es ist ja auch die Philosophie, dass die Bösen in diesem Spiel, ne? Die korrupten Chefe. Die Bosse der Firmen, in dem Falle Moloch von Rupture Farms, die wissen gar nicht selbst, dass sie die Bösen sind. Sie glauben halt wirklich, sie sind einfach nur Geschäftsleute. Und das sind die allerschlimmsten Bösewichte. Die es nicht mal wissen. Denen das nicht mal bewusst ist, was sie eigentlich tun. Das sind die schlimmsten, oder? So, ich gucke nochmal hier hoch. Ich muss halt da, ist dieser Vogelkreis für 4.
Lass den Lift unten. Den brauchen wir. Wohl nichts weiter zu tun. Was ich schon ein bisschen schade finde an dem Spiel ist, dass so pixelig heutzutage aussieht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie HD das damals aussah für mich auf dem Röhrenfernseher. Wo das halt so bewusst verschwommen ist. Also es gab ja Spiele, die das bewusst gemacht haben, so pixelig. Oder die Pixel so und haben mit einberechnet, wie das so aussieht. Deswegen gibt es ja oftmals diese Filter in diversen Retro-Sachen. Warte, aber ich parke euch alle auf dem Lift nochmal so. Und trotzdem konnte ich... diese klassischen modernen Sprites, wie die hier aussehen, die ich natürlich erst durch Exodus kennengelernt habe, habe ich nie richtig gesehen und wirklich erst etliche Jahre später gesehen, wie die eigentlich aussehen. Dass das Weiße im modernen Gesicht eigentlich die Augen sind. Ne, das ist ja eigentlich so pixelig runterskaliert. Bis es auf die PlayStation 1 Auflösung draufpasst, wisst ihr? Und dann sind die Augen. Und irgendwann habe ich es gesehen. Das sind ja die Augen. Das sind da oben und so. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das als Kind anders gesehen habe in Exodus. Ich sehe immer noch ein komplett anderes Bild. Also wenn hier Ape so steht, ist für mich das Weiße vorne ist eine Nase. Eine scheinende Nase und darüber ist so ein bisschen dunkler. Das ist, glaube ich, die Augenhöhle originalerweise. Das waren für mich die Augen. Als ich dann irgendwann gesehen habe, ja natürlich, das passt zu den Zwischensequenzen, wenn das Weiße die Augen sind und da unten ist der Mund und dann so hohe Stirn, ja klar, das passt. Aber, ja gut. Hallo, hallo, folge mir. Ich bin halt manchmal lost, ne? Nee, man konnte es damals nicht erkennen, du musst es interpretieren. Viele haben das ja auch mit irgendwelchen Mario World Sprites oder so, generell andere Sprites aus der 16-Bit-Ära zum Beispiel, wo man das dann anders gesehen hat. Das habe ich in manchen Games und das ist jetzt in Oddworld nicht besonders schlimm, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, oh lol, der sieht ja eigentlich aus wie in den Cutscenes, der sieht ja gar nicht so komplett anders aus. Ist halt pixelig, was willst du hören. Leute, machen sich auch Gedanken. Bitte nicht. Ich muss jetzt Shy Cruel einsetzen, ne? Er kann auch auf mich schießen. Dem Schrikul passiert nichts. Und dann gibt's noch zwei. Und dann haben wir das hier gebacken bekommen. Gibt doch Leute, die sich fragen, was ist eigentlich auf Apes Schädel, ne? Ah! Oh mein Gott, ich hab's gemerkt, dass es super knapp wird. Ich bin so ein Herr Horst. Ja, das sollen Federn darstellen. Seit Anbeginn der Zeit haben die Modakens halt einfach Federn. Nur es sieht halt aus wie ein merkwürdiger Zopf und so weiter. Ich meine, ja, Modakens sehen befremdlich aus, ne? Jetzt sind Federn. Ich habe auch, glaube ich, auf Google, Google-Fragen, habe ich auch irgendwie die Frage mal gelesen, warum hat Ape heute Federn statt dem, was er früher hatte? Ja, es waren immer Federn, die haben halt nur mal anders ausgesehen. Das gehört zur modernen Kultur dazu. Je mehr Federn du auf dem Kopf hast, desto... Ich weiß nicht, entweder desto älter ist man oder desto weiser oder erfahrener ist man, weil die wilden Modakens in der Freiheit haben natürlich ganz viele Federn. Oh Gott, was mache ich denn hier? So wie, die Wächterin in Oddworld Soulstorm oder... Ja, generell die... Ich glaube, das wird man an diesen Cutscenes auch sehen, die Modaken-Schamanen gegen Ende. Wir haben auch mehr Federn. Also Modakens wachsen Federn. Fragt mich doch nicht, Freunde. Fragt mich doch nicht. Warte! Keine Zeit zu warten. Komm, warten. Warten kannst du sonst wann. Hier muss ich sowieso loswerden. Vielleicht sollte ich das jetzt einfach schon mal tun. Noch 5. Mann! Bringt halt effektiv so nix, ey. Hallo. Hallo, folge mir.
Okay. Das Leak stört mich massiv. Okay. Dinge entfernen wir ihn jetzt. Ist schon mal wichtig, würde ich sagen. Ja, was die Minen da links angeht, gibt es halt auch wieder viele verschiedene Lösungswege, habe ich das Gefühl. Kommst du? Der hat keinen Bock. Was? Der ist runtergerannt? Idiot. Ich dachte, da steht wieder ein Sleek drauf, ne? Da ist wieder ein Granatenautomat. Willst du mir erzählen, hier gibt es nur einen Modaken? Scheint so zu sein. Ja, laut Karte war das auch so. Das abzuteilen ist ja nahezu unmöglich. Andererseits könnte ich den Modaken sogar an dieser Mine wegschleusen. Das probieren wir. Da steht hier die Meeches extinct. Viele sagen, es ist ungeklärt, ob die Meeches wirklich ausgestorben sind oder ob auch einfach nur Rupture Farms keinen Zugang mehr hat. Wir gehen einfach mal davon aus, Rupture Farms hat alle Meeches ausgelöscht und die Spezies existiert nicht mehr. Es gibt kein Anzeichen, dass es noch irgendwo ein lebendiges Meech gibt. Müssen wir auch so dark und düster belassen. Das Topic. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. So, Kumpel, du meinst, Chris, kriegen wir abgetimed? Kriegen wir. Dann werden wir hier auch rausgehen. Also gut, ich würde mal vorschlagen, im nächsten Part haben wir noch einen Zulag 3 zu tun. Im nächsten Part haben wir noch Zulag 4. Es sind nur noch 9 Modakens. Wir machen auf jeden Fall hier diesen Part zu Ende. Wir waren fleißig, wir haben es gemacht, harte Arbeit. Und das nächste Mal, Leute, Richtung Finale, Richtung Ende, Bruder. Ich denke zwar, da bin ich offen und ehrlich zu euch, wir machen das absolute Ende in einem separaten Part, aber dann ist der nächste Part der vorletzte. Ne? Dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, etc. Also der nächste Part wird nochmal Arbeit. Aber gut. Für den Moment, Dankeschön, Daumen hoch für Abe und bis dann und ciao.